So. Am besten, ich gehe das mal hier ganz schnell durch. Die Splice ignoriere ich jetzt erstmal überwiegend, wenn sie mich nicht zu sehr nerven. Aua. So, Stahlschraube. Natürlich mal nicht vergessen, dass ich öfter mal hier ein paar Bilder mache. So, gut, neuer Versuch. Das hätte ich werde hier wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen, um das zu schaffen. Wow, verdammt. Alter, pass doch auf, Junge. So, ich brauche das Bienenenzym, aber wo finde ich hier? Oh, hier. Hier ist nix. Au. Kleines Bildchen machen. So. Wieder mal nichts erreicht. Ja, wäre auch definitiv einfacher, wenn ja die ganzen Splicer hier nicht wären. Aber immerhin lieber Splicer als diese Bienen. Die nerven wahrscheinlich noch schlimmer. Da kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. So, Bienen. So, zwei fehlen noch. So, zwei Enzyme fehlen noch. Und ich denke mal, ich muss die ja hier finden. Sonst habe ich überhaupt keine Chance. Ja, blöd ist ja jedes Mal, nur wenn ich hier reingehe, dann kommen ja auch die ganzen Splicer hier an. Das nervt ein bisschen. So. Oh Mann, wo sind die denn nur? So, eine fehlt noch. Gut. Oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Okay, raus hier. So, irgendwo war hier gerade noch einer, den ich noch nicht untersucht habe. Hier. Bienenstock ist leer. So, geschafft. Jetzt sieht sie raus hier. So. Oh, warte mal, ein Safe. Da mache ich das mal ein bisschen schnell. Oh, hier ist ja auch noch ein Enzym. Mann, hätte ich den Safe vorher gesehen, wäre es ja schneller gegangen. Mann. Nein, danke, die nehme ich nicht. Sie steht mir zu, Wichser. Ey, jetzt wird man nicht gleich beleidigend. Das ist nicht nett. So, okay, Tagessplicer ebenfalls erforscht. Und sogar zu Vollständigkeit. So, Lan. So, was ist jetzt eigentlich mein nächstes Ziel? Besorge 7 Einheiten destilliertes Wasser. Wenn es weiter nichts ist. Gut, ich darf ja natürlich nicht vergessen, dass ich unbedingt auch noch den Big Daddy finden muss. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Sie
schämen sich. Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. So, warte mal. Irgendwas. Ah, hier. Den kann ich benutzen. Und, nein. Ich brauche das hier, genau. So. Hacken erfolgreich. Und, hey, da liegt was. Destilliertes Wasser. Oh, shit, 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 shit. Oh. Das ist ein Bereich, in dem ich gar nicht drin war, oder? Weil ich merke ja schon, hier ist rotes Kameralicht. Hey, da ist die Cam, ja. Werde ich auch mal automatisch hacken. Dann habe ich wenigstens jetzt mal Ruhe mit dem Geschütz hier. So. Ja, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass ich sogar auch öfter mal auf den Auto-Hacker hier zugreifen muss. Weil einige von diesen Hacksystemen sind wirklich mehr als kompliziert. So, mache ich mal hier so eine Verlangsamung rein. So, und dann das hier. So, fertig. So, da ist ja der ganze Schnaps, auch mit dem destillierten Wasser und schade, ich dachte, ich hätte eben gerade ziemlich laute stampfende Schritte gehört. War aber nicht so. Aber hier wäre das eigentlich ein guter Ort, um ihn fertig zu machen. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Oh Gott. Ja, da gehen die Gefühle mit Tannenbaum wohl langsam durch, hä? Tja. Alles klar, so. Jetzt, das läuft ja schon mal ganz gut hier. Nur das Ding fließt ganz schön schnell hier gerade, deswegen habe ich ja leider nicht ewig Zeit. So, das geht aber. So. So, das reicht. Sag mal, habe ich jetzt hier Hallos oder was? Ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche lauten Schritte, sodass ich glaube, dass hier irgendwo ein Big Daddy ist. So, ah, hey, da ist wieder destilliertes Wasser. Da komme ich ja mit Telekinese gut ran. So, und dann müsste ich mich mal hier so ein bisschen durchmogeln. So. Oh. Okay, ich habe wirklich keine Hallos. Der ist hier. Eigentlich brauche ich ja von dem keine Bilder mehr machen. So. Ich könnte eigentlich auch mal die Dinger mal irgendwann mal wieder benutzen. So. Ey, hier ist doch noch jemand. Hallo? Macht mir nicht immer so viel Angst, Leute. Bist du das?
So. Hör mal auf hier so zu. Danke. So. So, Leadhead und Tagesplicer brauche ich auf jeden Fall nicht mehr fotografieren. Tja. Meine Medi-Station, da gehst du nicht ran. Ha! Perfekt, passt ja. So. Oh, da ist ja noch mehr destilliertes Wasser. Das geht ja schnell. Eine fehlt da noch. Die finde ich ja hoffentlich auch bald. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Wie, habe ich jetzt schon alles? Ja, sieht wohl so aus. Also ich habe jetzt nur noch die Lazarus-Vektor-Mission. So, das heißt also, jetzt kann ich mich in aller Ruhe wirklich nur um den Big Daddy kümmern. Natürlich erstmal hier die ganzen ungebetenen Gäste hier aus dem Weg räumen, denn sonst klappt natürlich hier nichts. So, aber wo ist der jetzt? Ich muss ihn ja schließlich erstmal noch verfolgen und mal sehen, ob er eine Little Sister dabei hat. Mhm. So, wo ist der jetzt? Wo? Wie bitte? Meinst du jetzt gerade mich oder was? So. So, gut. So, hier ist ja noch sowas. So. Und dann die hier noch. So, Kamera ist auf meiner Seite und da ist er ja. Hallo, Mr. Bubbles. So. Hm, der Platz hier an sich ist auch gar nicht so schlecht. Das ist scheiße. Ich hau ab. Scheiße, die Camps, die reagieren ja schon auf den, wenn der jetzt überhaupt hier gar nichts macht. Ich hoffe nur, er reagiert jetzt hier nicht aggressiv auf mich deswegen. Weil ich glaube, sowas ähnliches hatte ich, glaube ich, schon mal. So. Noch ein Film dabei. Aber, Moment, auch wenn ich jetzt vielleicht den Big Daddy hier gar nicht jetzt hier besiegen kann, weil er jetzt hier die Little Sister gar nicht kriegt. Erstmal hier Photographer's Eye. Was kann das Ding? Jeder Forschungsfotograf will der Beste sein und mit Photographer's Eye sind sie das vielleicht auch bald. Sobald sie dieses unbezahlbare Gentunigum angewendet haben, haben sie auch den Durchblick. Ey, das ist gut. Dafür werde ich mal Ranch Lurker ausschalten. Und what the hell? So, damit kriege ich auf jeden Fall jetzt bessere Forschungsboni rein. Oh, scheiße, Mann. Das ist immer jedes Mal kacke, wenn ich hier nachladen muss und ich dann immer jedes Mal hier nicht schieße und ich hier deswegen noch keine Zeit habe, dich zu heilen. So. Okay. Bin ich immer noch hier unten? Ja, sieht wohl so aus. So. Aber wo ist jetzt der Big Daddy schon wieder hin? Oder hat er jetzt sich hier aus dem Staub gemacht? Oh, Nanü. Ey, die hätte ich ja echt fast übersehen. Waffen-Upgrade-Station. So.
Okay, was machen wir? Schrotflinten-Schadenssteigerung oder Feuergeschwindigkeit wird automatisch. Ja. Ich mache mal lieber mal Schadensupgrade. Sogar für die Waffe. Hübsch. Cool, Aktionsfoto vom Houdini-Splicer, das ist gut. Erhöhter Schaden, Doppel Plus. So, von dem kann ich ja kein Foto mehr machen. So. So, die haben wieder Geld. So. So, gut. Ich habe ja jetzt alles Nötige für den Lazarus-Vektor, aber ich will ja immer unbedingt noch hier den Big Daddy finden. Der ist ja nicht mal mehr weit weg. Der ist nicht sehr weit weg, aber wo ist er? Mann. Das wird echt zu lange dauern hier. Er ist ja nicht weit weg, ich höre ihn ja noch. Aber trotzdem. Yay! Cool, ich bin nicht böse, lass mich in Ruhe! Hey! Hi! Kommst du öfter hier? So, das war's. Wo bist du jetzt, Kleine? Hallo? Doch mal erstmal ein kleines Bild von meiner Little Sister machen. So, und dann erstmal die Erlösung. So. Und jetzt ab nach Hause mit dir. Danke, dass du mir geholfen hast. Gern geschehen. Aber trotzdem. Die Gruselstimme muss echt nicht sein. Das könnten die ruhig lassen, wenn sie gerettet ist. Aber egal. So. Gut, damit hätten wir schon wieder 2 von 3 fertig. Das heißt also, wenn wir wieder eine Little Sister retten sollen... Also das nächste Mal, dann gibt's wieder eine schicke Belohnung. Okay, aber wo muss ich jetzt lang? Och Mann. Hey, da bist du ja wieder. Ja, das Motiv wurde ja schon mal fotografiert. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Zeit fürs Feierbettchen, Mr. Bean. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten. Ah ja. So, gut. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt gewesen. Und ich überlege ja, nee, also... Ich habe jetzt erstmal eine Sache komplett beschlossen. Ich werde niemals Munition am Automaten kaufen. So. So schnell und fertig. Jeder selbst durch
Waffe seines Geistes profitierte. Eigene Muskelkraft. Hä? What the hell? Macht des eigenen Willens. Oh, du Bastard! Du warst das also. Boah, wie ist es erstmal hier fetter. Feigling. Hey! Was soll das jetzt hier? Da hat er sich wohl gerade selber abgefackelt oder was? So, ich hoffe jetzt mal, dass ich hier jetzt auch richtig lang gehe, um rauszukommen, obwohl, das kenne ich alles hier schon. Ja, ich glaube, ich gehe richtig. Also ich war hier jedenfalls. So. Und hier ist noch ein Mr. Bubbles. Aber den brauche ich ja nicht besiegen, aber ich will wenigstens ein Foto von ihm haben, wenn ich ihn sehe.